Willkommen zur letzten Folge dieser etwas kürzeren Session von Fallout 3. Wir gucken uns immer noch in der Bibliothek um. Wir suchen immer noch das Archiv. Alles nehmen. Okay, da geht's weiter hoch. Das heißt, wir gucken erstmal hier weiter. Sind wir schon wieder zu schwer? Das gibt's doch gar nicht. Ein Steak. Ach so. Super! Nur Mut, meine Brüder! Kann ich dir was geben? Ich habe hier einen. Gegner am Boden! Hier gibt's für Außenstehende nichts zu sehen. Hey, ein bisschen mehr Vorsicht wäre angebracht. Toll, hätte ich hier auch deaktivieren können, oder was? Verdammt. Creating, Puffering. Nö, das wollte ich doch gar nicht. So. Hat wenigstens noch ein bisschen Erfahrung gebracht, der ganze Scheiß. Okay, hier geht's auch nach oben. Das gucken wir uns aber später an. Boah, wie ich das hasse. Wiederherstellungsvorräte. Was sind denn Wiederherstellungsvorräte?
Das war's. Toll. Ich nehme mal nochmal die Treppe hoch. Ey, wo waren das? Bin ich jetzt ein bisschen doof? Hier, oder? So, wir haben wieder was abbekommen. Das heißt, wir müssen erstmal was futtern. Ach du Scheiße. Läuft ja gar nicht gut. Cream hat it. Ich hab keinen Bock jetzt ewig nachzudenken. Scheiß drauf. Nein! Gegen einen Kronkorken. Wo ist er denn? Über uns? Ich zerreiß dich in Stücke! Nein! Jetzt wirst du in Stücke gerissen! Jetzt geht's los! What? Ihr seht wohl nicht ganz sauber. Was soll's, ist wahrscheinlich eh nur für den Safe. Oh! So, Blutpaket kommt weg. So, Leseprogramme, Kartenkatalog öffnen. Als Ergebnis einer großzügigen Spende der Ellington Dental Foundation wird es im Bildungsprogramm Ellington Lees spannende neue Erinnerungen geben. Ab sofort gibt es von Erinnerungen, Lektüre, Bildung und Entwicklungssystem zum folgenden ganzheitlichen und hygienischen Programm Lektüre, Bildung und Zahnersatz. Also halten Sie Ihr Gehirn fit und Ihre Zähne sauber. Toll. Okay, dann haben wir die Quest theoretisch jetzt auch erledigt. Bloß, dass wir schon wieder übergewichtig sind. Kommen wir irgendwie noch raus, außer... verdammt. La 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 la. Wie sieht denn unsere Rüstung aus?
ob die hilft. Nee. So, das kennen wir ja bereits. Da können wir uns nur nachher nochmal die Aktenschränke ansehen. Ich denke, der ist voll. Okay. Da haben wir eigentlich ja soweit alles erkundet, ne? Oder war hier noch ein Raum? Da sind wir, glaube ich, als erstes rein. Gut. Mit einer Mordsgeschwindigkeit geht's jetzt wieder zurück zu der Tante. Da verkaufen wir die Bücher und dann sind wir hoffentlich leicht genug, um wieder schnell reisen zu können. Ich überlege gerade, ob ich noch eine Folge ranhänge. Bin ich hier noch richtig? Nee. Ach so. La 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 la. Bis zum Folgenende sind wir doch hoffentlich da. Da muss wieder massig Kronkorken. Gucken, ob die Falle hier schon irgendwie aktiviert wurde. Hier sehe ich aber auch nichts. Das heile? Nee. Das ist natürlich doof, wenn wir auch noch Bücher sammeln können, ey. Fuck, wir brauchen irgendwie mehr Tragelast, aber ich wüsste nicht, wie wir die jetzt noch bekommen sollten. Ich glaube, ich mache die Folge einfach ein bisschen länger. Wir sind jetzt auch hier nur langsam hier rumgelatscht.
Wie wär's mal, die Augen aufzumachen? Bleib mal locker flockig. Willkommen zurück. Ja. Gut, hier ist die Belohnung. Aber bitte mit Bedacht einsetzen. Weitere Bücher sind natürlich immer willkommen. Das waren auch nur zwei, ich wollte schon sagen. Und die gleiche Kohle? Natürlich. Ciao, Oma. Was, wir sind immer noch überlastet? Nein! Ein Trefferpunkt, ein Gewichtspunkt. Haben wir noch irgendwas? So, Schnellreise, Megaton. Dort? Gibt es dort Bücher? Kann ich mir welche ausleihen? Ich bin zur Bibliothek gegangen, aber das Gebäude war zerstört. Naja, eine Lüge ist es ja nicht unbedingt. Die Bibliothek steht noch und ich habe die Archive gleich hier. Tatsächlich? Eine ganze Bibliothek voller Daten? Dort an Ort und Stelle? Das sind großartige Neuigkeiten. Und was genau haben Sie gefunden? Erzählen Sie es mir. Das Archiv war wahrscheinlich die nützlichste Info da drin. Intelligenz, da ist ein komplettes Bibliothekarchiv. Wie kostbar es ist, wissen Sie, oder? Ich vermute, dass Sie und ich die einzigen Menschen sind, die den Wert der Archive wirklich zu schätzen wissen. Ach du meine Güte, wenn ich hiermit fertig bin, muss ich alle Informationen kopieren. Das könnte eine Weile dauern. Ach ja, hier haben Sie noch mein Buch und ein paar Kronkorken für Ihre Forschungsarbeit. Als Bezahlung für die überfälligen Bücher der ganzen Welt. Was denn für ein Buch? Steht gar nicht. Letztes Thema ist alte Technologie, richtig? Klingt interessant. Ja, nicht wahr? Ich habe meistens nur mit verschrotteten Teilen zu tun, aber ein Händler gab mir dieses elektronische Teil direkt aus dem Robco-Werk. Wenn es einen Weg gibt, um die Roboter dort zu reaktivieren und zu steuern, wäre das ein gutes Beispiel für das Nutzbarmachen veralteter Technologien. Robotik-Experte, warum lassen Sie nicht mich dieses Teil für Sie schreiben? Ich bin Experte. Sie sprechen also robotisch? Ja? Sofern Sie nicht alles in Einsen und Nullen schreiben, denke ich, sollte es in Ordnung sein. Danke. Trotzdem, hier... Falls sie ihr Know-how im Stich lässt. Ein paar Impulsgranaten und mein altes wissenschaftliches Lehrbuch. Viel Spaß! Und meine Recherchen für ihr Buch sind nun abgeschlossen, ja? Ja, damit ist unser Sonderexpertenprojekt zu Ende. Ich hatte befürchtet, dass es manchen Leuten zu hoch sein würde, aber es ist gut geworden. Hier eine Mini-Atombombe für die schwere Arbeit. Ich wollte damit eigentlich einen Brunnen anlegen, aber... Ehrlich gesagt, macht sie mich nur nervös. Jetzt muss ich nur noch ein paar kleine Anpassungen vornehmen. Dann kann es gedruckt und ausgeliefert werden. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Cool. Lassen Sie mich raten, ich soll das jetzt drucken und verteilen. Danke, ich bin ziemlich stolz drauf. Und wie sieht das Endprodukt aus? Großartig. Mit den Informationen, die wir gesammelt haben, werden wir Hunderte von Leben retten können. Vielleicht sogar Tausende. Ich sage es den Händlern und schon bald werden alle das Ödland-Überlebenshandbuch kennen. Bitte sehr, das erste Exemplar unseres Buches gebührt natürlich Ihnen. Ohne Sie, meinen Ödland-Überlebensexperten, hätte ich es nie geschafft. Juhu, durch Ihre sorgfältigen Nachforschungen für das Ödland-Überlebenshandbuch haben Sie Ihre Überlebensfertigkeiten verbessert. So, cool. Schauen Sie ruhig. Dann verkaufen wir mal noch. Bleistift 1, 2, 3. Die Perücke. So, wir haben doch noch irgendwo was. Eine Quantum haben wir auch schon wieder zwei Stück.
So, cool. Zack, zack, zack. Die Munition holen wir uns gleich wieder. Zack. Diagramm für... Nee, den wollen wir nicht. Was ist denn ein Gaffel? Holzhäcksler. Ist auch Much. Nun gut, akzeptieren. Ciao. Gute Jagd. Ah ne, reparieren lassen will ich noch. So, das Spiel ist mal wieder abgeschmiert. Sehr schön. Dort? Gibt es dort Bücher? Kann ich mir... Das kennen wir ja alles schon. Ich hoffe, das hat er aufgenommen noch. Aber ich glaube, ja. Auf jeden Fall, die Bibliothek steht noch und ich habe die Archive gleich hier. Tatsächlich? Eine ganze Bibliothek voller Daten? Dort an Ort und Stelle? Das sind großartige Neuigkeiten. Und was genau haben Sie gefunden? Erzählen Sie es mir. Das ist ein komplettes Bibliothekarchiv. Wie kostbar es ist, wissen Sie, oder? Ich vermute, dass Sie und ich die einzigen Menschen sind, die den Wert der Archive wirklich zu schätzen wissen. Ach du meine Güte, wenn ich hiermit fertig bin, muss ich alle Informationen kopieren. Das könnte eine Weile dauern. Ach ja, hier haben Sie noch mein Buch und ein paar Kronkorken für Ihre Forschungsarbeit. Als Bezahlung für die überfälligen Bücher der ganzen Welt. So, letztes Thema ist alte Technologie, richtig? Klingt interesting. Ja, nicht wahr? Ich habe meistens nur mit verschrotteten Teilen zu tun, aber ein Händler gab mir dieses elektronische Teil direkt aus dem Robco-Werk. Wenn es einen Weg gibt, um die Roboter dort zu reaktivieren und zu steuern, wäre das ein gutes Beispiel für das Nutzbarmachen veralteter Technologien. Robotik-Experte, warum lassen Sie mich nicht dieses Teil für Sie schreiben? Ich bin Experte. Sie sprechen also robotisch? Ja? Sofern Sie nicht alles in Einsen und Nullen schreiben, denke ich, sollte es in Ordnung sein. Danke. Bitte. Trotzdem, hier, falls Sie Ihr Know-how im Stich lässt. Ein paar Impulsgranaten und mein altes wissenschaftliches Lehrbuch. Viel Spaß. Und meine Recherchen für Ihr Buch sind nun abgeschlossen, jo? Ja, damit ist unser Sonderexpertenprojekt zu Ende. Ich hatte befürchtet, dass es manchen Leuten zu hoch sein würde, aber es ist gut geworden. Hier eine Mini-Atombombe für die schwere Arbeit. Ich wollte damit eigentlich einen Brunnen anlegen, aber ehrlich gesagt macht sie mich nur nervös. Jetzt muss ich nur noch ein paar kleine Anpassungen vornehmen. Dann kann es gedruckt und ausgeliefert werden. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Bitte. Danke, ich bin ziemlich stolz drauf. Und wie sieht das Endprodukt aus? Großartig. Mit den Informationen, die wir gesammelt haben, werden wir Hunderte von Leben retten können. Vielleicht sogar Tausende. Ich sage es den Händlern und schon bald werden alle das Ödland-Überlebenshandbuch kennen. Bitte sehr, das erste Exemplar unseres Buches gebührt natürlich Ihnen. Ohne Sie, meinen Ödland-Überlebensexperten, hätte ich es nie geschafft. Durch Ihre sorgfältigen Nachforschungen für das Ödland-Überlebenshandbuch haben sich Ihre Überlebensfertigkeiten verbessert. Quest abgeschlossen, jetzt kriegen wir wieder Erfahrung. So, dann verkaufen wir mal. Na klar doch. Zack, 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 zack. Der Stift war dreimal. Die Perücke. So, Flammenwerfer. Nö, nö, nö. Haben wir nicht noch was? Da, die ganzen Zigaretten. Die Stangenzigaretten und altes Geld haben wir auch noch, oder? Ja. So. Und sie hatte Munition? Sie hat Munition. Nun gut. Gute Jagd! So, Reparation. Wenn Sie die Kronkorken haben, kann ich das sicher tun.
Dann werde ich mal die... erstmal unsere Kleidung reparieren lassen. Wir haben zwei 32er Pistolen. So, fertig. Ciao. Bis dann. So, dann nehmen wir noch schnell diese Wissensbücher. Sparraum 1 erhöht und da. Wissenschaft um 1 erhöht. Und wo ist jetzt unser Buch? Ah. Wissenschaftler Schnorrer. Das können wir uns später irgendwann mal durchlesen. Ich will jetzt nur noch schnell mal... Na? Hallo? Ja. Bitte geh. Hus. Ihr seid doch gekommen. Ich will nur mal schnell die Nuka-Cola Quantum noch abliefern. Vorsicht wäre angebracht. Hey, bleib mal cool. Ach, ich hoffe, Sie bringen mir etwas Quantum. Zwei Flaschen. Mein Automat ist jetzt fast voll. Das sind mehr als 25 Flaschen Quantum. Besorgen Sie mir 30 und Sie bekommen zur Belohnung die versprochene Überraschung. Ich liebe Überraschungen. Schön. Sind die eigentlich irgendwo zu sehen? Nö, ne? Wahrscheinlich ist das der Automat. Nun gut, dann gehen wir mal raus. Und jetzt ist endgültig das Folgenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.